Einen Tag im Gefängnis, so ist es wirklich. Ich hatte auch mal Bock, so ein Video zu machen im Gefängnis, so eine Tour. Butzbach Erwachsenenvollzug, einfach mal so durch und so, weißt du? Schulden kommt und du nicht bezahlst, dann gibt's eine Schlägerei. Das sind alles Menschen, die Straftaten begangen haben. Da ist es dann halt auch einfach mal möglich, dass man Opfer eines Angriffs wird. Gefängnisse sind Orte, mit denen die meisten von uns lieber nichts zu tun haben wollen. Trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, üben sie eine ziemliche Faszination auf uns aus. Auch ich frage mich schon lange, was eigentlich genau alles in einem Gefängnis passiert und wie der Alltag da aussieht. Deshalb werde ich heute einen Tag in der JVA Herford verbringen und sowohl Justizvollzugsbeamte bei der Arbeit begleiten, als auch mit Gefangenen sprechen. Sicherheit ist nicht nur im Gefängnis wichtig, sondern auch im Internet. Eine Möglichkeit, eure Daten im Internet zu schützen, ist NordVPN, der Part... Ja, bei dir rinne! Guten Morgen. Herzlich willkommen. Wir buchen Sie gleich mal hier ein und dann geht's gleich dort an der Tür weiter. Hallo, guten Morgen. Grüß dich, hallo. Dann würde ich dich bitte einmal hinter die Wand bitten. Auf das Podest bitte und die Schuhe aus. Dankeschön. Wird denn tatsächlich viel irgendwie ins Gefängnis reingeschmuggelt oder zumindest versucht, was reinzuschmuggeln? Leider ist es so, dass auch in der JVA relativ viel unerlaubte Dinge reinkommen. In erster Linie natürlich Betäubungsmittel, wo wir schon mal so bis an die 30, 40 Gramm THC meistens ist es dann Hasch, ne, also in Harzform, gefunden haben oder auch nicht gefunden haben. Es ist so, dass auch Kleinkinder oder beziehungsweise Säuglinge hier umgewickelt werden müssen vor unseren Augen, da es auch möglich ist, dass in der Windel Gegenstände transportiert werden. Und darum müssen wir traurigerweise... Bah, Digga. Chat, stellt euch vor, ihr seid so Polizist, ihr müsst so in der Kacke wühlen nach so einem Schlüssel oder nach irgendwie so Dingen und so Tabletten. Die Kinder hier umwickeln. Wir werden heute viel auf und zu schließen. Hier kommt man nicht weit ohne Schlüssel. So. Ja. Jetzt bin ich im Gefängnis. So. Wer nimmt sein Kind da mit rein? Ja gut, wenn dein Vater im Gefängnis ist, wollen die das Kind ja mitnehmen, so mäßig, weißt du? Verlassen jetzt den sogenannten Flügel und befinden uns jetzt hier Hafthaus Mitte. Das ist hier so der zentrale Punkt, wo sich alle am Tag treffen. Die Kolleginnen und Kollegen sowie auch die Gefangenen, wenn die zur Arbeit ausrücken. Von hier aus gehen die alle Flügel ab. D, C, A, B und wir sind nachher hinten im E-Flügel. Wie viele Gefangene gibt es hier? Zurzeit haben wir eine Belegung von 200 Gefangenen, von 366 möglichen. Und mit was für Straftaten? Ja, Chat, macht mal Sold Out den Knast, Digga. Macht mal Sold Out, Bruder. Begeht mal Verbrechen. Macht mal Sold Out das Ding. Sitzen die Gefangenen hier so? Alles. Das war Spaß, Twitch, das war Spaß. Das ist dann ziemlich von Gewalt, Gefängnis. Vom kleinsten Diebstahl bis hin zum schweren Sexualdelikt oder zum Mord. Gewaltstraftaten. Ey, also es ist genau dasselbe wie... Ich hab gehört, dass Pädophile und so im Knast auseinandergenommen werden, ne, von den Häftlingen. Bei den Erwachsenen, viele auch im Bekanntenkreis, Santos denken immer, hier sitzen die Hühnerdiebe. Aber es sind dieselben Straftaten, nur halt im wesentlich jüngeren Alter ausgeführt. Würdest du denn sagen, hier geht's harmloser zu als jetzt in einer JVA für Erwachsene? Es sind Straftäter, aber man merkt ihnen halt oft das Jugendliche noch an. Das Konfliktpotenzial ist hier aufgrund, ich sag mal, der pubertären oder präpubertären Phase hier ziemlich hoch. Hier geht es oft darum, als Alpha-Tier oder als Stärkerer dazustehen und in dem Alter führt das dann hier häufig zu Körper. Ich glaube, in einem anderen Leben, ich wäre in einem Gefängnis so dieser Mächtige, wisst ihr? Boah, wie geil muss das sein? Du bist im Gefängnis der Mächtigste. Körperlichen Auseinandersetzung. Jetzt sind wir auf meiner Abteilung. Das ist eine sozialtherapeutische Abteilung. Oh, dann schließen wir mal den Hausarbeiter auf. Nicht erschrecken. Alles gut. Ja, Sie wissen Bescheid. Wir holen jetzt das Frühstück. Wir werden gleich das Frühstück hier durchpeitschen, weil dann schon... Du wärst der an Hosentasche lack, du Hund. Wenn ich im Gefängnis bin, mach ich so mit dir. Komm, komm da. So mach ich mit dir, Arsch. Ich pack dich an meine Hosentasche. Schon die nächsten Abläufe und Durchsagen kommen. Und wenn wir zu langsam sind, muss das ganze Hafthaus auf uns warten. T-Bag, wir haben jetzt gerade 6 Uhr. Warum werden die Gefangenen hier so früh geweckt? Ich meine, also die müssen ja jetzt nicht irgendwo hin, dass sie dringend um 6 Uhr morgens aufstehen müssen, oder? Tatsächlich doch, weil die Gefangenen hier gerade die Strafgefangenen, im Gegenteil zu den Untersuchungsgefangenen, der Arbeitspflicht unterliegen. Das heißt, die müssen hier arbeiten gehen. Es gibt hier viele Möglichkeiten, arbeiten zu gehen, auch Ausbildung zu machen. Und darum der frühe Tagesablauf. Ne? Wir stehen jetzt auf, dann gibt es Frühstück und dann wird auch schon zur Arbeit durchgerufen, damit auch die Gefangenen sich an diese Zeiten gewöhnen. So, das dient auch dazu, Vorbereitung für draußen. Ne? Hier links sammeln sich jetzt die Hausarbeiter gleich von jedem Flügel und dann
holen wir. Ich finde das übertrieben interessant, sowas. Du wärst eine Knast-Baddy. Gleich die Frühkost, genau. Guten Morgen zusammen. Oh, da kommen gleich noch ein paar dazu. Immer unter Aufsicht natürlich. Gefangene sind hier nie unbeaufsichtigt. Wissen die Gefangenen schon, dass sie raus... Ich sag ehrlich, Chat, Loki, hartes Outfit, ne? Guck mal, wie die Hose fittet, Digga, auf die Sambas, Digga, wie das stackt. Mit dem Hemd kommt hart. Zu, immer unter Aufsicht natürlich. Gefangene sind hier nie unbeaufsichtigt. Boah, Bruder, ihr könnt mir nicht sagen, das Outfit kommt nicht hart. Digga, guck mal hier. Der Hoodie, wie der fittet. Die Hose könnte ein bisschen mehr baggy sein und vielleicht so schwarze Boots, aber Digga, wow. Unbeaufsichtigt wissen die Gefangenen schon, dass sie rausgehen können und holen dann die Essenswagen. Genau, das sind jetzt die Essenswagen für jeden Flügel. Unser Hausarbeiter schiebt jetzt den Wagen rüber, weil wir ja im E-Flügel sind. Den müssen wir jetzt auch folgen, ne? Weil wir müssen den beaufsichtigen. Ja. JV Herford hat eine Bäckerei, wir backen selber hier. Oh, das sieht ja nicht schlecht aus. Was steht jetzt hier heute auf dem Speiseplan? Mies lecker! Genau, das sieht aus wie Geflügelfleischwurst und Eier. Mhm. Genau. Das ist wiederum tot. Das ist so typisches Knastfrühstück. Okay, dann fangen wir an. Auf der Abteilung oder auf der Seite ist gerade eins zu beachten. Wir haben hier zwei Gefangene, die hatten vor kurzem eine körperliche Auseinandersetzung. Die dürfen und sollten wir natürlich nicht zusammen aufschließen, weil die würden das dann wahrscheinlich noch vorm Frühstück körperlich klären. Und das wäre natürlich schlecht, wenn hier dann eine Schlägerei losgeht am frühen Morgen schon. Oh, Herr Frühstück? Bitte, Bro. Hey, los, nicht erschrecken, wir haben Besuch, ne? Kann sein. Ich kenne dich von YouTube, Leute. Ja. Ach, haben Sie YouTube auf Haft drauf? Da muss ich gleich mal nachgucken, ne? Einmal weiter, bitte. der Depp. Der snitcht sich selber. Moment. Also läuft hier oben tatsächlich noch relativ gesittet ab. Liegt aber halt auch daran, dass das Gefangene sind, die schon etwas länger hier sind. Und auch um die Vorteile hier oben wissen. Darum benehmen die sich ganz gut. Genau, eine Etage haben wir noch. Ja. Ach krass, Chat, guck mal, die zensieren sogar den Schlüssel, ne? Ich finde das so faszinierend, auf was alles geachtet wird, ohne Spaß. Ich finde das wirklich faszinierend. Darum benehmen die sich ganz gut. Genau. Guck mal, die zensieren den Schlüssel, damit der nicht irgendwie nachgemacht werden kann. Oder ich finde sowas so krass geil. So diese Sicherheitsvorkehrungen und so. Ich hätte niemals darauf geachtet, Chat, wisst ihr? Eine Etage haben wir noch, die andere Seite macht er weg. Würdest du eher 6 Monate in den Knast oder 6 Monate in eine Psychiatrie? Safe in den Knast, Bro. Psychiatrie ist nochmal ganz anders. Kollege gleich. Wieso nehmen die meisten so ein Packen Brot und dann irgendwie so nur ein Stückchen Wurst? Also gibt es nur so ein Stück Wurst pro Person? Genau, das Frühstück fällt sehr spartanisch aus. Die Gefangenen haben aber eine gewisse Zahl an Kalorien, die denen am Tag quasi zusteht und die bekommen die hier auch, in welcher Form auch immer dann. Ne? Digga, ich wäre ruiniert im Knast, Chat, allein wegen Essen. Es muss ja allerdings auch dann für weit über 260 Gefangene Frühstück hier morgens verteilt werden, deswegen ist jetzt nicht das Interkontinental-Frühstück, was man sonst so kennt. Jetzt beginnen wir mit dem Arbeitsabschluss, das wurde gerade die erste. Lieber 3 Jahre Knast oder ganzen Social-Media-Progress verlieren. Knast ist kein Spaß. Die Arbeitergruppe ausgerufen. Moin Moin. Moin Moin. Genau, sind jetzt die Gefangenen der Wäschekammer. Wie der Name schon sagt, die kümmern sich hier um die Gefangenenwäsche. Wie ist das? Muss man hier arbeiten? Ja, die Strafgefangenen unterliegen der Arbeitspflicht. Wer nicht arbeitet, der muss dann halt damit leben, dass er eventuell Haftkosten zahlt. Das kostet ja was hier im Monat. Verdienen die auch Geld, wenn sie arbeiten gehen? Genau, das ist natürlich nicht das, was man draußen verdient. Das ist nur ein kleiner Teil davon. Und zwar braucht man natürlich, wenn man in Haft ist, nicht so viel Geld wie draußen. Man hat ja keine Mietkosten und keine Versicherung. Ganz grob ist es zwischen 80 und 145 Euro im Monat. Das bekommt er quasi ausgezahlt auf seinen Hausgeldkonto, damit kann er dann einkaufen. Weil ein Teil des verdienten Geldes geht auf das sogenannte Überbrückungsgeld. Das wird angespart, das bekommt er, wenn er entlassen wird. Ey, Digga, stell dir vor, Chat, du kommst aus dem Knast und hast so dicke Geld. Aber ich glaube, der Stundenlohn ist da richtig kacke, wa? Ich glaube, Chat, der Stundenlohn im Gefängnis ist so 1 Euro oder so, wa? Euro, 2 Euro, sowas, ne? So richtig toter Stundenlohn. Das ist halt so richtige Knechtarbeit. Das ist schon hart, wenn man so... 6 Euro? 1,70, ich finde das so krass, Digga. Das finde ich schon sehr, 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 sehr krass, muss man sagen. 100 Euro im Monat vielleicht? Das ist so geisteskrank, Chat. Stellt euch mal vor, ihr verdient 100 Euro im Monat. Mehr als in Ausbildung. Die Arbeiter sind jetzt ausgerückt, haben ihre Anträge und ihre Post abgegeben und natürlich muss die Post in der Schweiz 15, tschüss, kontrolliert werden. Postkontrolle, ausgehende Post. Warum gibt's da keinen Mindestlohn? Digga, du bist im Knast, Mordok. Größtenteils geht's darum, dass eventuell in dem Brief, sagen wir mal, sowas wie Fluchtpläne oder Anweisungen, einen ehemaligen Zeugen oder so nochmal anzusprechen oder Druck auszuüben, vielleicht Ankündigungen, Suizid, solche Sachen, das wäre jetzt die ausgehende Postkontrolle. Alter. Und auch ganz einfach mal die Stimmung des Gefangenen aufnehmen. Mal gucken, was erzählt er seiner Freundin im Moment so? Zeichnet sich da vielleicht irgendwie was ab? Ich lese mir tatsächlich jeden Brief durch. Das wäre schon krass.
Das wie anstrengend jeden Brief und so. Jeder Brief wird gelesen. Jeder Brief wird gelesen. Der Brief ist jetzt noch Anfängerlevel. Wir haben durchaus Gefangene, die zu ihrer Partnerin ein sehr gutes Verhältnis haben. Dann haben wir da mal 8 Seiten doppelseitig. Digga. Oh ja. Das wäre zum Beispiel so eine Sache, da müsste ich mal genau gucken, was jetzt, warum das in den Briefrand geschrieben ist. Ich weiß es jetzt in dem Fall, weil ich kenne den Gefangenen, der hat sich das so angewöhnt. Aber das wäre so eine Sache, wo man dann mal schauen müsste oder misstrauisch werden müsste, was... Was? Bro, Briefgeheimnis. Oder im Gefängnis lebst du ja nicht nach deinem Lust. Du lebst ja nach, also, weißt du? Ey, ich finde das so krank, Digga. Stell dir mal vor, er bekommt einen Brief, wo einfach würdig steht. Aber ich finde das richtig faszinierend, so ein Knast, ne? Es ist eine eigene Welt, es ist so krass. Was könnte denn das sein, was nicht mit aufs Papier kann? Aber es ist ja schon auch irgendwie ein krass intimer Einblick irgendwie dann, ne? Wenn du so alles, also so die Nachricht an die Freundin oder so liest. Wäre mir schon auch unangenehm so, wenn das dann gelesen wird. Ja, tatsächlich ist das aber dann irgendwann dieser Big Brother-Effekt. Je länger die hier sind, desto weniger nehmen die wahr, dass wir das auch lesen. Und die wissen das, aber irgendwann, das merkt man dann vielleicht auch mal, wenn die Zeilen an die Freundin eindeutiger werden. Irgendwann interessiert das nicht mehr so doll. Ist aber auch nicht schlimm, ist alles überhaupt kein... Stell dir vor, der Justizbeamte liest da einfach, wie der Typ schreibt, Baby, ich würde gerade so gerne... Wie unangenehm muss das sein? Problem, solange da keine Menschen bedroht, beleidigt werden oder Straftaten angedroht werden, ist das vollkommen in Ordnung. Man liest das dann halt und dann ist das auch schon wieder weg. Eingehende Post ist noch ein bisschen interessanter, weil da natürlich auch Versuche geschehen, Dinge in die JVA mit einzubringen. Das kann von SIM-Karten über Kleinstmengen an Betäubungsmitteln gehen. Da reden wir von 0,1, 0,2 Gramm. Hasch. Wenn man nicht weiß, wie es riecht und wie es aussieht und wo es sein könnte, schon schwer. Ja, Felix, du hattest ja gefragt, ob ich vielleicht einen Gefangenen finde, der ein bisschen was über seine Geschichte hier erzählen möchte. Mhm. Habe ich auch jemanden gefunden. Cool. Shoutout an Nummer 144. Zeit. Hallo. Tag, was geht? Felix. Freut mich. Wie lange bist du jetzt schon hier in Herford? Jetzt ein Jahr, 2 Tage. Weißt du mal so ganz genau, wie viele Tage du schon hier bist? Am 2. Dezember wurde ich verhaftet. Ah, okay. Letztes Jahr. Und weißt du schon, wie lange du noch hier bleiben musst? Ich habe jetzt noch offen 2-4. Mhm. Ich habe noch offene Verfahren. Wie viel? 2-4? Was heißt das? Noch hier bleiben musst? Ich habe jetzt noch offen 2-4. Was heißt 2-4? 2 bis 4 Jahre? 2 Jahre, 4 Monate. Oha, lol. 2-4, oha. Oha, JVA-Sprache oder was? Was ist denn los? Oha, der Chat, oha, Chat. Okay. Ich wusste nicht, dass man das so sagt. 2 Jahre, 4 Monate, ist aber auch lange, Digga. Macht doch Sinn so. Ich dachte 2 bis 4 Jahre, weil noch offene Verfahren sind, sagt er doch. Ah, okay. Letztes Jahr. Und weißt du schon, wie lange du noch hier bleiben musst? Ich habe jetzt noch offen 2-4. Mhm. Weil ich habe noch offene Verfahren. Guck. Ja. Da kommt noch eine Menge, glaube ich. Wegen was bist du hier? Raub. Wie ist es so, hier im Gefängnis zu sein? Nicht schön, ne? Und was machst du, wenn du dann hier so in deinem Haftraum bist? Briefe schreiben an meine Frau. Ah, okay, du bist verheiratet. Ja, weil jeder Besuch wird gereinigt und so. Das geht auch ein bisschen Kopfschmerzen, macht das. Sonst eigentlich nicht viel, ne? Von morgens bis abends laufen die Leute, ne? Mhm. So Häftlinge, manche, dann schlagen die sich, dann so. Es ist immer was los. Kannst du uns so ein bisschen zeigen, wie so dein Haftraum aussieht? Das ist so krass, wie krank muss das für ihn sein, Chat? Der sitzt da seit einem Jahr und der weiß nicht mal, wie lange er noch fix sitzen muss. Wie krank ist das denn? Das ist ein Radio, ne? Ja, alles durchsichtig. Alles durchsichtig. Ja. Dann uff, diese Erdnüsse gesalzen, was ich gerade dafür tun würde. Oh, geil. Digga, diese Fernbedienung und diese Fernseher, wisst ihr noch früher diese Ding, diese TV-Programme und so, diese... Mein Vater hat da immer Tabelle geguckt und so Fußball. Wie heißt denn das nochmal? Teletext, genau. Teletext. Wie OG ist denn das? Digga, mein Vater hat da wirklich immer so Fußball-Tabelle, Ergebnisse und so geguckt. Ich weiß noch ganz genau. Mein Vater guckt immer noch meine auch ab und zu, glaube ich. Das ist schon krass. Digga, was ist das für eine Zeit gewesen? Teletext. Nichts verstecken hier. Schultasche. Wir haben hier eine Berufsschule. Ich bin in der Malerei. Mache eine Ausbildung. Was sind so die Blieben? Ich habe im Teletext immer geguckt, was das Programm heute ist und so. Digga, what the fuck? Was für eine OG-Zeit. Das ist ein Sender. Was guckst du so? MTV. Wegen Musik so? Ja, weil Musik ist hier verboten. Mhm. Also Deutschrap ist verboten und andere Rap auch. Deutschrap ist... Ach, Rap ist verboten? Digga, wie... Wenn einfach so Reezy neuer Album droppt, ja, kann ich hören. Verboten? Ja, also gibt es so ein paar Sänger, die sind erlaubt, ne? Kontra K. Aber sowas hört keiner. Der fickt einfach mal Kontra K im Nebensatz, Digga. What the fuck? Sowas hört keiner. Aber Bro, er hat auch ein bisschen so... Bestimmt hast du noch Bock im Knast, zu Kontra K zu hören. Du schaffst es, wenn du kannst. Musst nur an dich glauben. Also Bruder, keiner Bock drauf. Digga, überleg mal einfach, so 3 Jahre lang keine Musik hören. Digga, der Typ, Chat, der kommt nach draußen. Der hat einfach ein neues Playboy Cardi Album, Travis Album. Was der sich da alles geben kann, ne? Okay. Aber weißt du, warum nicht alles? Wegen Frauenfeindlichkeit, Beleidigung gegen die Justiz. Ja. Ein Beamter hat mir mal eine CD weggenommen, weil ich habe AK außer Kontrolle gehört, ist ja hier verboten. Und der hat gesagt, ich höre die selber draußen, deswegen weiß er, dass sie hier verboten ist. Hat er mir die CD weggenommen. Fernsehsender. Berlin Tag und Nacht gucke ich neuerdings. Echt? Okay. Ja, oder Köln.
sowas. Ne? Was würdest du sagen, an was denkt man so am meisten, wenn man hier so eingesperrt ist? Also ich denke an meine Frau am meisten. Ich glaube, ich wäre da aufgeschmissen, Chat, weil ich kein Handy hatte. Ich glaube, die anderen an ihre Familie so. Und an das Leben draußen, weil das zieht ja hier an einem vorbei. Der nächste Schritt, der jetzt stattfinden müsste und würde, ist die Haftraumkontrolle. Wir müssen eine gewisse Anzahl an Hafträumen schaffen am Tag, damit wir am Ende des Monats mindestens alle einmal kontrolliert. Handy kannst du dir klären, das habe ich auch schon gehört, aber ist doch trotzdem so ein Ding. Muss heimisch und so. Haben wir nicht sogar mehrfach. Und wonach suchst du dann genau? Natürlich nach verbotenen Gegenständen, Betäubungsmittel, Mobiltelefon, Stichwaffen. Das ist jetzt ein Haftraum vom Gefangenen, der sehr viel Wert auf Sauberkeit und Ordnung legt. Ja, der Gefangene schafft es irgendwie immer an Bonawachs zu kommen. Man kann keinen Schlittschuh fahren, aber sieht fast so aus. Komm mal rein. Ich sehe direkt. Tschüss, Digga, wie ordentlich. Ja, und da sitzt der jeden Abend und f***t sich ein auf Shirin David. Digga, das ist Shirin David. Hier auch Shirin David, Digga. Ich erkenne die Bilder von Kilometer Entfernung. Ist das geisteskrank. Aber Digga, sehr ordentliches Zimmer, mies cool. Direkt anscheinend ein Shirin David. Das sind aber richtige OG-Bilder von Shirin David, Digga, ohne Spaß. Hier das rechts, das links und so. Jeder Junge kennt die Bilder. Fan, wie man hier sieht. Bilder mit leicht bekleideten Damen. Ja, das ist wahrscheinlich auch der Pubertät geschuldet. Ist aber soweit alles in Ordnung, ist nichts dabei, was nicht jugendfrei ist. Also so Pornoheftchen, wenn nicht nein, erlaubt. Nein, nein, nein. Hier gibt es natürlich Gefangene, die volljährig sind, aber auch die... Aber Digga, warum gönnen die nicht mal Pornoheft, Digga? Wie uncool. Wir haben hier mit Gefangenen zu tun, die nicht volljährig sind. Da müssen wir drauf achten. Und darum gibt es hier maximal, ich sag mal, Playboy-Format. Also nicht zu explizit. Nicht zu explizit, auf gar keinen Fall. Die Jungs müssen ihre Vorstellung benutzen. Genau, wenn man seine Jugend hier ausleben möchte oder seine Gelüste, das ist auch ganz normal in dem Alter, dann muss man das so tun oder ganz beliebt der Fernsehsender Sport 1. Okay, oder was meiner Jugend. Genau, dann bleiben die halt lange wach. Dementsprechend kommen sie morgens dann auch schwer aus dem Bett. Hast du schon mal jemanden bei der Selbstbefriedigung erwischt oder so? Ja. Oh nein. Chat, stell dir vor, du holst dir da so einen schönen runter, Bruder, auf entspannt und einfach der erwischt dich. Alter. Für beide Parteien einfach unnormal ekelhaft. Habe ich. Ist auch nicht so selten hier. Besonders wenn man des Abends dann mal schaut. Ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches für uns. Digga. Wir machen das jetzt mal beispielhaft. Ansonsten würden wir den Haftraum hier vernünftig kontrollieren. Bräuchte ich mehrere Stunden. Ist das ein Gebetsteppich-Chat? Crazy, ja. Einfach Gebetsteppich und links daneben einmal so nackte Frauen. Das ist schon crazy, ja. Aber wenigstens betet der Bruder, ja. Freut mich. Wir machen natürlich dann Schwerpunktkontrollen. Kann ich jetzt im Einzelnen nicht sagen, damit wir... Aber warum haben die keine Zimmer, wo noch andere drin sind? Das sind alles so Einzelzellen, lol. Immer alles. Aber glaube ich, gibt's auch, ne? Ja. Kontrollieren müssen. Solche Sachen wie Gitter, Türen, Tore, Decken, Wände, Boden, Tür kontrollieren wir immer. Sind wir im Gefängnis so, weil es ist wichtig, dass die wenigstens betet, er schön gesagt. Ja, es ist wichtig, dass das Fenster da ist und die Gitter. Hier kann man einfach nur gucken, sitzen die noch fest in der Wand? Ja. Genau, dann kommt die Feinvergitterung. Ah, sehr gut. Ein Pendel. Ganz beliebtes Versteckschuhe. So, und hiermit würde dann durch dieses Loch hier und mit Hilfe des Windes oder von Fäden das Pendel zum anderen Haftraum gespannt werden. Das ist übrigens für den Gefangenen jetzt nicht so gut. Da spreche ich aber später mit ihm drüber. Nee, er wurde einfach... Nein, er wurde gepackt. Nein. Der Bruder wurde gepackt in der Folge, Bruder. Nein. Der arme Bruder. Nein. Arme Mann. Okay, also das ist jetzt schon ein Anzeichen dafür, dass er hier schon mal ein bisschen rumpendelt. Ja, das ist sein Pendel. Der weiß aber, dass das hier nicht erlaubt und nicht erwünscht ist. Oh, noch was. Ja, ne? Doppelt hält besser. Genau, das wäre jetzt schon mal so ein erster Anhaltspunkt. Das ist. Gibt ein Jahr länger, nein. Ist jetzt nichts Hochkriminelles, aber das ist was, was auf jeden Fall ein erzieherisches Gespräch mit sich führt oder eventuell auch eine erzieherische Maßnahme, je nachdem, wie oft das schon vorgekommen ist. Also, du weißt jetzt ja schon, dass der hier rumpendelt, sich austauscht mit anderen. Also pendeln ist Leonie. Die packen da was rein ins, also in die Tüte. Also schleudern das dann so in das andere Zimmer, so durchs Fenster oder durch Wind oder Fäden oder was er ja gerade gesagt hat. Also 99% geht es um Tabak. Mhm. Ja. Der Gefangene hat viel Tabak. Das tschüss. Weiß ich, also wird da wahrscheinlich was abgeben. Muss man da mal schauen. Ist jetzt wie gesagt nur nichts Schweres. Ist so eine Kleinigkeit. Da kann ich mit ihm drüber sprechen. Ein, zwei Mal und dann würde ich irgendwann mal sagen, okay, ich nehme mal dein Fernsehgerät jetzt für 3 Tage mit. Denk mal drüber nach. Also ich könnte jetzt hier unendlich suchen. Ein ganz plumpes Ding ist so unter der Matratze. Ja, da haben wir jetzt nichts. Oder unterm Bett. Wir gucken hinter den Postern. Gibt es vielleicht Löcher in der Wand von den Kleidungsstücken. Ja, also man sieht, Möglichkeiten gibt es viele. Etliche Hygieneprodukte. Tschüss, Digga. Er lebt, Bruder, er lebt gepflegter als ich. Rasierpinsel. Ein ganz beliebtes Versteck, ne? Mhm. Ja, und so könnten wir jetzt weitermachen. Sämtliche Einrichtungsgegenstände
alles, was auf dem Regal steht, die Schuhe im Regal, im Müll werden gerne Dinge versteckt. Ja, Felix, dann würde ich dir jetzt mal so ein paar Fundstücke zeigen, die wir bereitgestellt haben, damit du mal siehst, was in so einer Stellt euch vor, Chat, wirklich, DJ, einfach da ist so eine Devour-Cap. Vor alles gebaut und eingebracht wird. Teilweise auch gefährliche Gegenstände. Erfindungsreichtum und Kreativität gibt es hier tatsächlich viel, was das angeht. Leider in die falsche Richtung. Was brauchst du? Darf's ein Handy sein? Für Gefängnisse ganz beliebt, Mini-Handy. Das ist ein echte Telefone. Die passen natürlich wunderbar in jedes Versteck. Ja, und die werden dann für was genau benutzt? Entweder um mit Angehörigen zu kommunizieren oder mit Freunden oder auch um seine Geschäfte weiter zu betreiben, drin sowie draußen. Bestellung das von Betäubungsmitteln, hart. Weitergabe von Informationen, all solche Sachen. Vielleicht Informationen, die man über Bedienstete gewonnen hat, weitergeben. Habt ihr auch schon mal Smartphones gefunden? Ja, gibt's auch. Weil es gibt ja tatsächlich sogar irgendwelche TikTok-Accounts, wo Leute außen... Das fand ich am krassesten, Chat. Kennt ihr diesen TikTok-Account, der damals so richtig live gegangen ist und so? Wisst ihr noch? Es gab wirklich so live, also Leute, die TikToks gepostet haben aus dem Gefängnis und so live gegangen ist. Da gab es so einen TikToker, das weiß ich noch ganz genau. Finde ich voll krank. Nast irgendwelche TikToks machen. Genau, die haben es dann irgendwie geschafft, hier tatsächlich ein richtiges Smartphone einzubringen. Ist natürlich noch interessanter, aufgrund von Videotelefonie, dann soziale Netzwerke besuchen. Oder einfach mal mutig sein und einen Livestream aus dem Haftraum. Auch schon mal hier passiert? Ja, ja, ist hier auch schon passiert. Krass. Sind natürlich schwieriger zu verstecken, aber haben wir hier auch. Und es gibt, glaube ich, auch keine JVA, egal wie hoch die Sicherheitsstufe ist, wo nicht irgendwas eingebracht wird. Ja, das ist jetzt so ein klassisches Teil. Ich glaube, das habe ich sogar mal gefunden vor langer, langer Zeit in der Tischlerei. Ja, ein Stück Holz angespitzt. Du möchtest jetzt nicht, dass ich dein Fernsehgerät aus dem Haftraum nehme und dann könntest du mich damit begrüßen. Aber es klingt ja schon so, als könnte der Job auch gefährlich werden. Der Job kann ja gefährlich sein. Genau. Man arbeitet in einem Gefängnis, das sind alles Menschen, die Straftaten begangen haben, wo die Hemmungen ein bisschen niedriger sind als bei Menschen, die nicht inhaftiert sind. Da ist es dann halt auch einfach mal möglich, dass man Opfer eines Angriffs wird. Was passiert, wenn ihr jetzt irgendwie Drogen oder eine Waffe oder ein Handy findet? Das würde mich auch interessieren. Kriegen die dann längere Strafe? Ja, safe, oder? Also so jetzt Handy oder so, keine Ahnung. Gefangene würde dann ein sogenanntes Disziplinarverfahren eingeleitet bekommen, gleicht einer Strafanzeige draußen. Wenn es jetzt um Betäubungsmittel geht, je nach Menge, wird dann natürlich auch eine Anzeige gestellt. Das geht dann zum Gericht und dann wird vor Gericht entschieden, ob eventuell noch ein bisschen Haft drangehangen wird. Das kann schon bei Kleinstmengen anfangen. Es kann sein, wenn wir die Vermutung haben, es kommt über einen Besuch, dass er ein Besuchsverbot kriegt. Das sind dann die Mittel, mit denen wir arbeiten können. Bis hin, wenn das nicht mehr aufhört, den auf einer speziellen Abteilung unterzubringen. Ja, die werden da am Ende erstmal isoliert. Genau, wie du siehst, es ist eine normale Haftraumtür und nochmal eine Stahltür mit Klappe. Durch diese Klappe hätte ich die Möglichkeit, dich dann anzusprechen, dir Essen, Trinken, Medikamente einzureichen, ohne dass ein Kollege noch... Das ist ja richtig dieser Bunker von Prison Break, genau, Digga. Digga, das ist richtige Isolation, so, Bruder, wow. Du bist doch krank da, Digga. Dabei ist so eine Kollegin. Wir hatten aber auch schon Gefangene, wo tatsächlich zwei Leute da sein mussten, wenn auch nur schon die Klappe geöffnet wird. Weil auch da dann Angriffsversuche oder vielleicht welcher Urin entgegenkommt oder sonstige Dinge. Kann alles passieren. Einer sagt Fortnite-Tresor, du Dreck. So sieht das dann aus. Ja, sieht schon ein bisschen anders aus als der Haftraum, den wir vorher gesehen haben. Alter, Bruder, das ist ja richtig. Bruder, guck mal, was der schläft, Digga, auf so einer Sportmatratze. Sportunterricht-Chat. Guck mal, Digga, die Matratze-Chat. Das ist ja wirklich... Also der Bunker ist ja grausam. Und hier ist eine Kamera, ja, Alter. Ja, sieht schon ein bisschen anders aus als der Haftraum, den wir vorher gesehen haben. Wenn du jetzt diesen Haftraum hier beziehen würdest, dann würde ich dich bitten, dich komplett zu entkleiden, weil hier gibt es nur Papierkleidung. Was? Was? Papierkleidung? Digga, das ist so krass. Okay, warum? Weil natürlich mit normaler Kleidung, wenn der Gefangene, sagen wir mal, selbst oder eigengefährdet ist, mit der normalen Kleidung sich natürlich Gegenstände gebaut werden könnten, die dazu dienen, sich selber zu verletzen. Eine Schlaufe, eine Schlinge oder ähnliches, genau. Und auch zur einfachen Durchsuchung. Und auch hier so eine Gummimatratze. Genau, die man schnell abwischen kann, falls mal irgendeine Art von Körperflüssigkeiten sich dort ansammelt. Ja, es gibt Gefangene. Alter, das ist so krass. Die demonstrativ dann mit ihren Fäkalien uns zeigen wollen, dass... Boah, Digga, was eine Toilette, Bro. Bro, was eine Toilette, Digga. Boah, Junge. Richtige Schultoilette, Digga. Ich mach jetzt, lass kurz weiterlaufen, weil viele von euch essen bestimmt oder so. Dass sie mit der Maßnahme nicht zufrieden sind. Und da muss man dann schauen, wie man damit umgeht. Wenn das immer noch nicht reicht, dann gibt's halt noch den sogenannten besonders gesicherten Haftraum. Das ist ein Raum, wo nochmal noch weniger Ausstattung ist. Man hat eine Toilettenmöglichkeit da. Und eine Gummimatte und das war's. Jetzt habe ich die Möglichkeit, mit noch einem Gefangenen zu sprechen, diesmal draußen.
Ich finde das gerade richtig interessant, Chat. Kann sein, eines meiner Lieblings-Tomatodix-Videos, weil ich das Gefängnis an sich, interessanter Ort, kein schöner Ort, aber ein sehr, sehr interessanter Ort. Bist du jetzt schon hier? Ich bin jetzt schon seit einem Jahr hier. Warum bist du in den Knast gekommen? Ich habe mit 17 einen besonders schweren Raubüberfall gemacht, mit besonders schwerer Körperverletzung. Wir haben einen Tresor geklaut aus einem Haus. Ich habe einen Menschen verletzt. Wie ist das so für dich im Gefängnis? Wenn man nicht ein ruhiger Mensch ist und eine ruhige Seele hat, dann rastet man aus. Und ich erlebe das hier schon voll oft, dass Leute ausrasten, dass Leute ihre ganze Zelle kaputt machen. Das ist halt schwer, ne, hier manchmal. Das ist diese Einsamkeit. Man ist frustriert. Ja, das baut sich halt immer mehr auf und Frust baut sich auch immer mehr auf und so. Das ist eigentlich nicht so schön. Was ich mich auch gefragt habe, ist, was macht man denn eigentlich so den ganzen Tag? Also wenn du jetzt so auf deiner Zelle sitzt oder so? Man denkt halt viel nach. Man denkt über das nach, was man gemacht hat. Man denkt über Familie nach. Das Allerschlimmste, was einem Häftling passieren kann, ist, dass einer von seiner Familie stirbt. Boah. Man kann nichts machen. Und wie ist das sonst so, irgendwie eingesperrt zu sein, so nicht so alle Freiheiten zu haben, nicht hingehen zu können, wo man hin will? Ja, deswegen auch die Papierkleidung hat und so. Das tut weh halt, ne? Du kannst jetzt rausgehen und du kannst dir was bei der Tankstelle holen, du kannst zu deinen Kollegen. Chat, wie viele Jahre denkt ihr realistisch jetzt? Real Talk, würdet ihr es aushalten im Knast? Also, Digga, stellt euch vor, ihr müsst 10 Jahre im Knast. Ein Jahr, 0, 2 Tage, nicht mal ein Jahr, maximal ein Jahr. Digga, ein Jahr ist schon sehr viel. Hier draußen geht ein Jahr sehr schnell um. Aber ich glaube, im Knast ist ein Jahr lang, also Bruder, ist schon ein Jahr, Bro. Wisst ihr, was ihr alles in einem Jahr erleben könnt und was ihr alles in einem Jahr macht und so? Ich glaube, ersten 6 Monate ist das Schwerste, danach wird es einfacher. Ich verstehe deinen Ansatz, ernst. Das Ding ist im Knast bei mir, Chat, ich glaube, ich würde den ganzen Tag pennen, dann hast du ja noch Arbeit und so und ich kann es mir nicht vorstellen, ey. Also ich glaube, Chat, nee, ich will nicht mal sagen, wie viel ich schaffe, weil es so ein bisschen... Kann das nicht. Ich muss warten, bis ich Besuch kriege. Man schätzt hier seinen Besuch sehr. Egal, was für ein Besuch kommt, ob Kollege oder Mutter oder Vater oder Onkel, egal was, man schätzt es sehr. Wie läuft das so ab, so mit so anderen Gefangenen? Ja, also hier gibt es so Rangordnungen. Meine Rangordnung ist so, dass ich mir erstens nichts sagen lasse. Okay. Zweitens, die wissen alle Bescheid, dass die mit mir keine Faxen machen sollen. Weil wenn das ist halt auch wichtig, sowas, ne? Wenn die Bombe platzt, dann platzt die richtig. Und das wissen die. Und bis jetzt, alhamdulillah, ist nichts passiert. Aber es gibt hier auch Gefangene, die machen sich Spielschulden. Es gibt Gefangene, die holen sich Hasch. Und wir reden hier von ein Fizzle für 10 Euro. Und die hören nicht auf, die holen und die reiten sich immer mehr in Probleme rein. Die fallen immer weiter in dieses Loch. Und wenn es zu Schulden kommt und du nicht bezahlst, dann gibt es eine Schlägerei. Ganz schnell in der Freistunde oder in der Dusche oder beim Sport. Überall. Egal, wo man den Jungen kriegt, werden auch viel Karten gespielt. Ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch Karten spielt, die Spielschulden macht und diese Schulden nicht... Du kannst doch nicht 6 Stunden Mittagsschlaf machen jeden Tag, weil du nichts tust, wirst du nicht müde. Glaub mir, Gor, ich bin ein Mensch, bei mir ist das jetzt halt so. Ich mache Mittagsschlaf und auch, wenn ich will, lang. Ich könnte jetzt 3 Stunden Mittagsschlaf machen, das ist schlimm bei mir. Zahlt wird das ganz schnell verdoppelt, genauso wie das Hasch, was man kauft. Das heißt, du hast 50 Euro... Dusche ist crazy, Chat, einfach nackt. Hasch von mir gekauft, du hast diesen Monat nicht bezahlt, dann zahlst du nächsten Monat 100. Zahlst du diese 100 nicht, kriegst du Schläge und zahlst du 200. Ja, man muss arbeiten, ja. Wie kann man irgendwie so in der Rangordnung aufsteigen oder wie läuft das? Also wie bist du jetzt irgendwie an eine höhere Position gekommen? Also bei mir, die kennen meine Geschichte. Ja. Die wissen, aus welcher Familie ich komme. Ich bin Clanmitglied, aber nicht jeder Clanmitglied ist jetzt kriminell. Okay, ich bin jetzt kriminell, ne? Aber es gibt auch viele, die sind nicht kriminell. Die Leute wissen das halt, ne? Mhm. Die Leute wissen, ey, und ich weiß dann, du kommst aus der und der Stadt, dann kann das ganz schnell passieren, dass du abgefangen wirst an der Pforte, wenn du entlassen wirst, weil ich weiß, wann du entlassen wirst. Das ist schon krass hier, dieser Film, der hier ab... Digga, krass. Stellt euch vor, ihr werdet entlassen aus dem Knast und werdet direkt zusammengeschlagen. Die Rangordnung ist zum Beispiel so, der Niedrigste kommt erst gar nicht in die Freistunde. Die es am meisten schwer haben, sind Vergewaltiger, die Schulden haben, die nicht bezahlen und dafür zinken gehen. Zinken bedeutet ja petzen. Mhm. Und halt so Kinderschänder, ne? Du hast jetzt gerade auch schon... Krass, Digga, das finde ich hart. Die sind ganz unten, dürfen nicht mal raus, krass. So ein bisschen darüber geredet. Einer schreibt Spawntrap. Aber das finde ich geil, also finde ich cool so, dass das im Gefängnis so gehandelt wird, dass sie in der Rangordnung unten sind. Wie so das Business so abläuft mit irgendwie Spielschulden, Drogenhandel und so. Also wie geht das? Wie das reinkommt, das hast du? Ja, auch zum Beispiel. Wenn Leute Lockerung haben, dann... schieben sie sich das in die Knastbrieftasche, ne? Also in den Arsch, ne? Oder die schlucken das. Okay, ja. Die machen 2 Lagen Kondome, machen daraus einen Ball und schlucken das. Das wird auch ganz gut bei Besuch reingeholt. Dann steckt man das einfach in den Mund. Wenn jetzt ein Beamter kommt und sagt, ey, mach mal deinen Mund auf, darf der nicht sagen. Ich muss nicht meinen Mund aufmachen, weil das eine ärztliche Anordnung ist. Das wissen auch alle Häftlingen. Aber falls es dazu kommt, dann wird ganz schnell gekaut und runtergeschluckt. Weil niemand will sich hier 6 Monate drauf fangen für 2-3 Gramm Hasch oder 6 Gramm Hasch. Deshalb würde ich lieber schlucken, bevor ich das freiwillig rausgebe. Freiwilliges Rausgeben sind 6 Monate oder bis zu 1 Jahr. Digga, das ist schon krass. Knast ist nicht schön. Ist echt bitter hier.
Und wie ist das für dich so, dann den ganzen Tag im Gefängnis zu sein? Weil du bist ja dann auch auf irgendeine Art und Weise eingesperrt. Ja, man gewöhnt sich schnell daran, dass das hier so ein geschlossener Kreislauf ist und nimmt das nachher nicht mehr wahr. Was muss man mitbringen für den Job? Man kann sich hier ab 20 bewerben. Von Vorteil ist es aber schon, wenn man charakterlich gefestigt ist. Wenn man natürlich schon eine Ausbildung hat, ein gewisses Alter, dann kann man hier auch mit den Gefangenen... Knastwärter sein ist auch hart, ne? Ja, genau, Melek, denke ich mir auch, weil... Guck mal, wenn jetzt zum Beispiel ein Insasse rauskommt und der Knastwärter hat ihn abgefangen, dann wird doch der Insasse dafür sorgen, dass dieser Knastwärter, dieser Knastjustizbeamte privat ist. Der ist ja auch noch ein Privatmensch, der lebt ja nicht im Knast. Dann auch da seine Probleme und so, weißt du? Eventuell auch anders umgehen. Wenn man selber noch in dem Alter ist, wie gesagt... Verdient man da gut? Ich glaube jetzt nicht so krass, aber ich denke schon gut. Ich sag, wenn ihr 14 bis 21 ungefähr, manchmal auch 22, dann muss man natürlich auch mehr Energie an den Tag legen, um sich hier durchzusetzen. Die Gefangenen merken einem das Alter ja auch an. Aber das heißt auf jeden Fall, das ist jetzt keine Ausbildung, die man so direkt nach der Schule macht, ne? Wir haben... Als Beamter schon. Das Problem ist, als Beamter, und da spreche ich ja auch, als Beamter verdienst du ja nur nach deinem Jahr. Also du verdienst jetzt natürlich auch nach deiner Stufe so, aber ich glaube 2-3 netto, und das ist für heutige Zeit leider nicht mehr viel. Aber ich glaube aber trotzdem mehr. Zum Beispiel, ich wollte ja damals zur Bundespolizei, da war es ja auch so, dass du ab 21 erst ein höheres Gehalt kriegst, ab 22 ein höheres, ab da und da dein höheres Gehalt, ab Familienstand ledig und so, weißt du? So. Dafür ist die Rente sehr. Wer weiß, ob du noch zur Rente lebst. Weißt du, was ich meine, Shorty? Die verdienen 3k plus netto. Ja, 3k plus netto, damit kannst du auch gut leben, safe. Und haben eine gute Pension. Ja, genau. Pension ist halt die gute. Und du hast halt als verbeamtete Person, hast du halt gute Dinge. Da hast du halt gute Vorteile. Das nennt man Erfahrungsstufe, Bruder. Ja, okay, dann soll das bei dir reingehen. Wenige Kollegen, die mit 20 angefangen haben, das geht auch. In der Regel sind es aber meistens Menschen, sehr geil, die schon Vanux. Ein, zwei Ausbildungen hinter sich haben, schon fest im Leben stehen, Familie haben und vielleicht nochmal was anderes machen möchten. Und der Beamtenstatus ist natürlich super interessant. Was verdient man dann so in dem Job? Als Anwärter in der Schulzeit liegt man auch schon so zwischen 1.600 und 1.700 Euro netto ungefähr. Ist für eine Ausbildung schon nicht schlecht bezahlt. Was ich mich auch so gefragt habe. Polizist ist sehr anstrengend. Digga, ich sage es euch, Chat. Ich möchte ja eh mal so ein Video machen, so einen Tag als Polizist, so weißt du, diese Sachen. Ich muss noch das alles planen. Aber ihr wisst ja, Chat, ich wollte ja wirklich zur Bundespolizei damals, ne? Das ist schon krank. Aber wie hoch ist die Rückfallquote bei Gefängnisinsassen? Also ich kann aus dem Stegreif jetzt keine Prozentzahl nehmen. Ich kann nur so viel sagen, dass man den einen oder anderen doch 2 oder 3 Mal hier wieder sieht. Was glaubst du, wann liegt das? In der Regel kommen die ja eine ganze Menge guter Vorsätze an die Hand. Man sagt aber, an der Außenpforte, also am Tag der Entlassung, bleiben diese guten Vorsätze meistens hängen und dann verfallen die wieder an die alten Muster. Ne? Das fängt mit Arbeit an, keine Tagesstruktur, trotzdem möchte man Geld haben. Und dann besorgt man sich das Geld auf andere Art und Weise. Dann ist man ganz schnell wieder da drin. Dicke Uhren, Autos, so, das sind so die Stichwörter, aber dass man als normal arbeitender Mensch sich kein C63 AMG mit einer Rolex um Hand leisten kann, kommt meistens hier nicht so an. Und mit diesen Ansprüchen, die haben, kommt dann auch der Weg an schnelles Geld. Und schnelles Geld gibt meistens Ärger. Das war mein Tag im Gefängnis. Ich muss sagen, ich habe heute auf jeden Fall eine Menge spannender Einblicke sammeln können und viel über die Welt des Strafvollzugs gelernt. Was denkt ihr über das Thema? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Hier geht es zu einem weiteren Video von mir. Abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Sehr gutes Video, Ernst. War sehr, 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 sehr interessant, muss ich sagen. Fand ich sehr, 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 sehr interessant. Qualität, Vibe, Video war nicht zu lange. 25 war super, Ernst. Hat mir sehr gut gefallen.